guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Oder guten Morgen, falls ihr erst am Morgen guckt. Bevor wir hier irgendwas machen, ich will ganz kurz erwähnen, ich habe das Spiel nur gestartet. Ich habe mich bisher nicht einen Millimeter bewegt. Und ich bin an einem anderen Ort gespawnt, als ich letztes Mal aufgehört habe. Ich will das nur kurz erwähnen. Nicht, dass man mir hier irgendwas vorwirft. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in ein neues Gebiet vorgedrungen. Also wir haben eine Zombie-Armada komplett vernichtet. Und das ist nicht mal übertrieben. Da waren um die 100, 200 Zombies. Also wir hatten wirklich den Hallway of Death. Und haben endlich Dr. Reed getroffen, der von uns das ein oder andere erwartet. Ich guck gerade. Okay, hier bei Venice Beach ist immer noch eine Quest verfügbar und bei Beverly Hills, das ist, glaube ich, die eine Nebenquest, die wir noch auf dem Schirm haben. Ja, wir sind schon relativ weit im Spiel. Von den Hauptquesten habe ich gesehen, gerade im Hauptmenü, so 17 von 23 haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir sind wirklich sehr nah am Ende von dem Game. Ach, keine Sorge. Vielleicht solltet ihr die Tür zumachen. So, da ist Dr. Reed, also sein Büro. Ich will mich hier aber vorher umgucken. Auch nach neuen Händlern eventuell. Oh, ich kann mir hier Haftbomben kaufen. Ja, und das ist auch etwas, was ich eigentlich ansprechen wollte. Dass ich eventuell mal neue Waffen brauche. Auf jeden Fall stärkere. Weil selbst mit meiner 1500er Schrotflinte mache ich den Zombies hier gefühlt überhaupt keinen Schaden. Okay, Nagelpistolenmagazine. Schon mal gekauft. Die Haftbomben sind auch mal direkt gekauft. Das könnte nice sein. Man kann träumen, ja. Um Gottes Willen, warum ist der Text so klein? Warum ist der Text so klein? Sorry, musste ihr gerade Kabel nochmal neu dran machen. Okay, das klingt eigentlich ganz nett. Und ein besserer Blutungsmod. Munition sowieso auffüllen. Wann immer ich kann. Und bei Kleber habe ich ja auch gelernt, mittlerweile alles aufkaufen. Dasselbe gilt für Schrott. Nee, Schrott. Und Sicherung will ich eigentlich auch immer Maximum dabei haben. Medikits kann ich mir eigentlich mittlerweile herstellen, aber dann nehme ich mir auch mal ein bisschen was mit. Also ja. Mein 500 Katana, wenn ich mir hier so die Waffen angucke, wird wohl bald ersetzt. Und die werden in diesem Gebiet offenbar das erste Jagdgewehr mitnehmen. Damit kann ich einen auf Scharfschützen machen. Die Betonung liegt auf in diesem Gebiet, weil ich es mir nicht kaufen kann. 20.000 habe ich nicht. Hallo? Warum will eigentlich keiner von euch mit mir reden? Wo ist hier eigentlich die Verbesserungsstation? Außerdem suche ich den Raum, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Das war einer von diesen Räumen. Also ich will mich hier generell erstmal umschauen. Better have meant that as a compliment. Ja, hat er wahrscheinlich. Ich glaube, das war die Tür, in der ich drin war, oder? Nee. Yeah, it's a six. Lucky I found Dr. Reed. Oh, and you, of course, nurse. Oh, God. Ja, sie hat Zauberhände, ne? Bei denen du keinerlei Schmerzen hast. Ja, so eine Arztpraxis ist ganz gut als Unterschlupf in so einer Situation. Da haben sie auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Ihr habt einen leicht kaputten Aufzug hier. Ach, da ist die Station.
Muss bei allen unbedingt den Schaden erhöhen oder generell direkt bessere Waffen jetzt mal endlich holen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst zu Dr. Reed. Ich packe mich eben kurz aus dem Bild, weil wahrscheinlich eine Sequenz kommt. He's not there. Someone got sick. I need to tell him about Bob. Okay, dann rede ich mit dir. Is the doc gonna be back soon? Fucking better be. Bob's taking way too long. Who's Bob? Janitor for this place. If you tried taking a shower, you'd know the water's out. Bob went to get it back on. Hey, none of us smell good. I'll go look. Got nothing else to do. Are my ears working? Did someone just offer to help out? That would be great. We won't last long without fresh water. Bob was headed for the janitor's office. Downstairs, behind the stores. I'll check it out. Klingt doch nach einem Plan. Some of us might die of thirst. The rest will be too drunk to notice. Wie, ihr seid alle betrunken. Ey, ich sag's nur nochmal, ihr solltet eventuell die Tür zumachen, während ich weg bin. Ich meine ja nur. Für die Karabiner hätte ich gerne einmal kurz Muni. Ah, guck mal, da ist doch die Nachbarschaft. Immer schön auf Patrouille. Okay, wie lange braucht das Ding zum Explodieren? Es ist nicht in die Luft geflogen. Ist das irgendwie so eine Annäherungsbombe? Also wir müssen nach unten. Okay, jetzt ist sie hochgegangen. Alter, braucht die lang. Hallo. Wie geht's denn so? Hast du den Hausmeister gesehen? Ja, ich weiß, ich bin toll. Du bist auch ziemlich hot. Ich weiß, der Witz war so lame. Was, wenn ich die Hauptbombe an dich dran klebe? Oh, da explodiert die echt schnell. Geh mal in das Feuer zurück, Brigitte. Geh mal da rein. Guck dir das mal an. Ich hab gehört, dir ist kalt. Ach, Gustav, ist dir auch kalt. Hallo, ist hier wer? Muss ich das Spiel eigentlich lauter stellen? Welchen Maus wollt ihr damit fangen? Something around here. Eine Nachricht für Bob. Bob, das Erdbeben hat uns nicht allzu schwer getroffen. Aber du kannst deinen Arsch darauf verwenden, dass ein paar der Rohre geborsten sind. Ich habe das Hauptventil geschlossen. Mach mich auf den Weg zum Evakuierungszentrum. Ich weiß, dass du bleiben willst. Also sieh auf dem Plan im Tresor. Wenn du was wieder andrehen musst, ich habe den Code an dem Platz versteckt, wo du dein Gras sonst aufbewahrst. Viel Glück, mein Kumpel. Dein Laszlo. Dave, I need the code. Ist sonst noch irgendwas hier? Mach mal sauber, ne?
So, jetzt ist es hier schön sauber. Abgesehen von der Wand. Die kriege ich irgendwie nicht sauber. Und der Neue beißt ein ins Gras. Ein Hinweis an alle Mitarbeiter. Marken, die zum Verkauf freigegeben sind. Skinny Kid, Pinkati, Amylus, Karma, Odea und Akarichi. Momentan nicht gelten für die Auslage Virali, Ewerk und Kadaware. Hört auf, diese Marken im Eingangsbereich zu präsentieren. Befolgt das Planprogramm. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird gefeuert. Die Tür kann ich mal wieder nicht öffnen. Dafür brauche ich irgendeinen Schlüssel mal wieder. Wahrscheinlich hat es Bob erwischt. Will ich's wissen? Du liegst doch hier nicht ohne Grund. Okay. Nicht betreten. Bob, geh unter keinen Umständen da rein. Ich weiß, du hattest da was aufgemacht, aber das kannst du komplett vergessen. Jora hat's schlimmer erwischt, als ich dachte. Ich habe versucht, sie zu reparieren, aber das Ventil ist abgebrochen. Und also, wie gesagt, denk nicht mal dran, es sie selbst anzuschauen. Die Musik hier ist mal wieder sehr bedrohlich. Ich brauche es zweimal, oder? Oder brauche ich zwei verschiedene Ventile? Ah, guck mal, hier ist auch noch mal ein Ventilrad. So, das ist dann auch abgestellt. Dann ist ja hier jetzt alles geregelt und ich kann mir was auch immer da drin ist gönnen. Ein Clownhammer. Kommt mir sofort an, wie viel Power der hat. Clownhammer 534. Eher was zum Verkaufen. Okay. Wo soll ich öffnen? Ach, da oben ist auch noch eine Nachricht. Boom. Code. Kurzer Gedächtnis also noch intakt. Ein Code lautet 12 7 53 66. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, hier ist irgendwo noch mal was versteckt. Oder ich muss in diesen Safe gucken. Main valve is in the boiler room off the basement garage. Okay, ich habe hier einen Plan. I'm coming, Bob. Hallo. Sie haben wunderschöne Augen. Es bewegt sich sogar noch. Hallo? Sind jetzt hier wieder zwei Malmer? Nee. You guys gotta go, or there's no way Bob's getting back.
Weg mit dem. Einen Moment mal. Er ist gerade sehr gut entflammbar. Ja, damit mache ich gar keinen Schaden. Ach komm. Ach, der Stachelgeher ist immun gegen die Nagelpistole. Okay, das ist auch interessant zu wissen. Den Schrei. Warte mal. Fähigkeiten. Feste deinen inneren Brüllaffen. Drücke im Rasenmähermodus R1, um ein durchdringendes Geheul auszustoßen, das Zombie in der Nähe schwächt. Bob? Also wenn Bob noch lebt, dann bravo. Das hier nehme ich mir mal. Ich wette, Bobs hat's erwischt. Ich wette es. Sag ich doch. Wusste ich doch, dass es Bob erwischt hat. I'll finish up for you at least, Bob. Er hat zumindest versucht. Ich brauche ein Rädchen. Wo ist ein Rädchen? Bob, hattest du zufällig ein Rad dabei? So, ist ein Hebel. Uff, yeah, I could really go for a shower right about now. Ah, um den armen Bob. Er wollte ja nur allen helfen. Ich geh einfach. Wenn ich euch nicht wahrnehme, dann seid ihr auch nicht da. Weiß man was? Der Schrei ist lustig. Tschüss. Da leuchtet irgendwas weiß. Sein, dass ihr das Feuer nichts anhaben kann, ne, Kollege? Ich glaube, die Explosion kann dir sehr wohl schaden. Zerling Hotel Rezeptionsschlüssel. Ich weiß nicht mehr, wo der genutzt werden muss, aber ich habe ihn. Ich glaube, oben.
Ich habe den Schlüssel für oben erhalten. Da oben war ja auch ein Safe. Zumindest glaube ich das. Ich muss übrigens sagen, der Schlag, der hat mir deutlich besser gefallen als der Schrei. Ich meine, hier war doch noch ein Safe. Ja. Ein überlegener Nahkampf, verstümmelter Mod. Okay. Ein großartiger Schadensboost. Der ist willkommen. Denise, ich muss dir was Schlimmes erzählen. Zombified. I figured. But I got the water back on. Oh yeah? That helps. A lot. You know, there's plenty of other folks missing. A whole bunch of them on the notice board over there. Sure, might take a look. Ruben's back in his office. You wanted him, right? Yeah. Thanks, man. Oh, kann ich ja direkt als nächstes ansprechen. Hey, Doc. Hey, there you go. I keep the eyes shut. 12 hours, no light, okay? We good to go? Not really. The CDC isn't calling the shots anymore. The military have taken command, and they won't extract you until they have proof of your immunity. I'm immune, look at me. They're just so paranoid about the virus escaping from LA. They know they can't contain it if it gets out. So what? You want to film me making friends with a zombie? Nothing quite so crude as that. But we have to test you. But my equipment is at the CDC HQ by Santa Monica Pier. Yo, I love the pier. The rides, the lights. Oh, whoa. I don't know. I don't think you should go alone. I've been halfway across the city already. It's cool. Hey, like you said... Just gotta get straight back up again. Right. I'll bring you back some churros, Doc. Okay, eine neue Karte. Sehr schön. Ich habe das Spiel gerade eben übrigens mal ein bisschen lauter gestellt. Ach, wieder eine Autofahrgefähigkeit. Das klingt eigentlich recht nice. Wenn ich die mit einem Dropkick auch noch direkt im Brand stecke. Okay. Ich habe ja einen ultimativen Verstümmler-Mod, ne? Den nutzen wir mal. Nehme ich auch mal direkt für das andere Katana. Ach, kann ich nicht. Wisst ihr wieso? Weil ich mal wieder ein Pleitegeier bin. So, da vorne noch vermisst ein Brett. Could you thin out the zombies on your way down? I don't like them building up out there. Hello? This is one of the Bobcats. There? Oh, hey Hannah. Did Rat make it back okay? Rat's back here, yeah. He's holed up in the garage, producing gross smells. With zombie flesh and caustic eggs and giggling to himself. Yeah, that sounds like him. You were so helpful with him that I was wondering if you could go find another of my homicidal little ducklings at Monarch Studios. Let's see, I gotta splatter some zombies, do some cardio, wash my hair. Yeah, I can fit you in. Appreciate it. Bozzy went to Soundstage 5 to raid some sort of cutting-edge pyrotechnic setup that a film student was raving about. Bored the rest of us to tears, but Boz got all psyched up about it. Pyrotechnics, huh? I can get you into that. Said he was stuck last time he checked in. Sounded kind of embarrassed, which means he's probably in a lot more trouble than he's admitting. Leave it to me. Savior of the Bobcats. Also mal wieder dahin, okay. Wo ist jetzt dieses Vermisstenbrett? Ihr wisst ja, dass ich Nebenquesten bevorzuge.
da ist dieses Brett. Jamal, what are you still doing at the Halperin Hotel? The lady's got locked up, huh? Hang tight. I'll get you out. Sind Suchquesten. Okay. Okay, das klingt super. Okay, ich kann mir vorstellen, wo die auf jeden Fall sind. Bei den Monarch-Studios haben wir eine Quest. Hier haben wir eine Suchmeldungsquest. Und bei den Halperin-Hotel vom Prinzip her. Ich denke mal, dass die Questen aber alle für hier gelten. So. Guck mal. Ich habe sogar auf der Karte markiert, wo diese Vermisstenmeldung ist. Wir gehen einfach auf der Seite rein. Wir legen uns gar nicht erst mit der ganzen Meute an. Laura hat es doch 100 pro erwischt. Aua. Man sind alle Polizisten zu solchen Sprengern geworden? Beachtungsnotizen. Okay, einmal ausklappen. Aufgrund der zunehmenden Unruhen vorerst hier Notizen zu Verhaftungen machen. Korrekte Protokollformulare nach der Befragung ausfüllen. Zelle 1. Halliwell Laura H. und Baker Emily A. Beide WG 242 inhaftiert. Howell zudem wegen 148 und Verdacht auf 647F. Am Strand at 1143 festgenommen, wo das Paar einen älteren Kaukasmann angriff. Opfer lässt sich am besten als der lebende Tod beschreiben. Baker befolgte Anordnung von Opfern abzulassen. Howell setzte Angriff fort. Sie haben nur einen Zombie geschlachtet. Verstärkung angefordert, um sie zu überwältigen. Howell plädiert auf Selbstverteidigung, behauptet, Opfer habe Baker zuerst angegriffen. Baker erhielt erste Hilfe wegen einer Verletzung. Bestätigt Howells Geschichte. Opfer vor Ort nicht ansprechbar. In Notaufnahme von Cedar Sinai MDR gebracht und damit wahrscheinlich alle dort umgebracht. Befragung steht aus. Zelle 2, Brooks Norman. Inhaftiert wegen 406A. Verhaftung durch McKenzie. Verdacht auf versuchte Auflegung zu Ende der Weltausschaltung. Verweigert vernünftige Antworten auf Befragung. Empfehlung, ihn über Nacht in Ausnüchterungszelle zu belassen. Die waren doch so behämmert, diese Polizisten. Der Schlüsselmeister. Leute, ich weiß, dass es da draußen heiß hergeht, aber wir müssen bei der Sache bleiben. Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe einen von euch da erwischt, wer diese Mädels gehen lassen wollte. Ich weiß, Halliwell ist immer schwierig, aber diese Mädels haben eine ernste Straftat begangen. Diesmal kommen sie nicht mit einem Klaps davon und ganz sicher können wir sie nicht mitten in die Straßenschlacht schicken, die gerade da draußen tobt, oder? Deshalb behalte ich ihren Zellenschlüssel bei mir, zumindest vorerst. Niemand betritt oder verlässt diese Zelle ohne meinen Befehl. Es steht eine anstrengende Nacht bevor, Elliot. Und ich müssen wegen eines Notrufs zu Vinnies Hot Dogs. Und wie sich das anhört, könnte das eine Weile dauern. Aber ich habe Verstärkung aus Downtown angefordert. Also falls die eintrifft, wenn ich weg bin. Pockt mich an as soon as possible. McKenzie macht ein Päuschen, um deine Nerven in den Griff zu kriegen. Trink einen Kaffee. Und dann will ich nichts mehr davon hören, wie sehr dich diese Mädchen Mädels an deine Schwester oder deine Ex erinnern. Weg, du behältst sie Gefangenen im Auge. Okay, vielleicht könnten die doch leben. Weil wenn sie da drinnen die ganze Zeit gefangen waren und keiner von denen vorher gebissen waren, dann besteht die Möglichkeit. Okay, ich weiß gerade nicht, was OBS für Probleme hat. Ich habe gerade extra einmal rausgetappt. Und OBS hat gerade übelst Probleme. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, warum. Ich gucke gerade in den Taskmanager, ob irgendwas den PC gerade übelst belastet. Ich habe mal ein Programm gerade ausgemacht, das was für meine Hände zuständig ist. Das hat offenbar gerade richtig viele Prozente von meinem PC gefressen.
Ich hoffe dadurch, dass jetzt keine Standbilder mehr entstehen. Tut mir leid, ich sehe das halt nicht, wenn mich keiner darauf aufmerksam macht. Ich sehe zwar, dass da Leute im Chat sind, aber wenn mich keiner darauf aufmerksam macht. Ist das jetzt wieder hängen geblieben? Oder ich gucke extra nebenbei mit dem Handy auch, ob der Stream anständig funktioniert. Die Arme brauchst du doch nicht. Das ist eine Karte. Brummer. Hinterlasse eine Spur der Verwüstung. Überkopfsplitter Angriffe erhalten einen großen Boost des Schaden und Kraft und bauen zudem Raserei auf. Warte mal, war das der Überkopfschmetterer? Ja, das war der Überkopfschmetterer. Ignoriere dich mal. Ich bin nicht am Zombie gestorben, sondern an der ewigen Elektrizität, die hier ist. Warum ist hier überhaupt alles elektrisch? Jetzt gib mir deinen Kackarm! Irgendwas dort hinten sorgt dafür, dass hier alles elektrisch ist. Nur von der anderen Seite. Die andere Tür sagt genau dasselbe. Von welcher Seite soll ich denn jetzt bitte kommen? Hier kann man drüber klettern. Und da haben wir das Rätsel zur Lösung. So, Batterie raus. Wo kommst du denn her? Aua. Wieder ein neuer gespawnt. Verklebt was an deinem Rücken. Nie liefert die mir das, was ich haben will. Schlüssel hier gefunden zum Wartungsbereich. Bin ich jetzt hier im Wartungsbereich? Oh, you are just what I needed. Danke. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Heißt, als ob der Malma nicht reicht. Erstmal den Fetti da hinten. Oh, tasty Donut. Boss. Okay, dann doch erst den Malma.
Arme eigentlich überhaupt abreißen? Ja, kann ich. Das war der Safe-Schlüssel für das Donut-Geschäft. Ich suche aber eigentlich den Hotdog-Stand. Also dafür habe ich gerade eben einen Schlüssel gefunden. Okay, und da ist eine Schrotflinte drin. Ja, hab eh keine gute Schubflinte bekommen, ne? Die vielleicht besser? Nee. Aber ich glaube, die verkaufe ich. Bist du reingekommen? Da! Geht doch. Kann man aber auch leicht übersehen. So, irgendwo hier ist der schief. Na? Hotdogs waren wohl nicht gut genug. Der Schief soll doch hier sein. Ich auf der Rückseite. Oder muss ich noch eine Nachricht dort finden? Hello, Quiet. They gotta be hungry, but maybe a cell isn't the worst place to be right now. Ach, jetzt kann ich den erst finden, oder wie? Wow. Ich habe nur 77 Leben. Nee, lass mal stecken. Jetzt hängt er hier wahrscheinlich ab. Wenn nicht, habe ich gerade keinen Nerv. Hallo? Wenn mich nicht bemerkt? Danke. Jailbreak time. Ich glaube, ich habe den Rest der Waffe gefunden. Oh, danke. Feuersturmkotzbrocken. Habe ich jetzt einen neuen Gegnertypus gefunden? Alter. Ich würde ja gerne zu dir hin, ne? Aber da brennt irgendwie alles. Feuersturmkotzbrocken. Ist echt ein neuer Gegnertypus. Hättest du nicht wenigstens mal was komplett Neues droppen können?
Hallo Laura. Und hallo Emily. Offenbar war einer von euch schon angesteckt. Crap. Too late. Sorry, it didn't work out, guys. Hab's versucht. Ich würde ja gerne gucken gehen, ne? Oh, sie haben mir noch einen Abschiedsbrief geschrieben. Laura, I need to call Mom. Aha. Just gotta update my story first. Okay, peeps, check out how, like, inhumane it is in here. Hold it steady, Em. I don't feel good. Hey! You didn't pat us down. She's got a knife! Ah! Seriously? Nothing? Hey, fuckers! Don't you dare ignore me now! Ah, Emily war angesteckt. Und Laura hatte keine Ausweichmöglichkeiten. But great idea. Help! She's throwing up everywhere! There's blood. Und genau deswegen ist sie gestorben. Und genau so ist sie gestorben. Now she gets it. Mackenzie, where the hell is Malloy? He should be back by now. Und so haben wir live zugehört, wie jemand zum Zimbel wurde. Was für ein schlechter Polizist, der hätte mal nachschauen sollen. Man hat live gehört, wie sie gegessen wurde. Der Polizist hätte sofort reagieren sollen oder zumindest mal nachschauen sollen. Also er wurde wahrscheinlich auch später erwischt, aber nur wegen ihm hat sie es nicht lebend rausgeschafft. Ach, kann ich da jetzt mittlerweile rein? Ich würde gern versuchen, da reinzugehen. Die Frage ist nur, ob es klappt. Ich habe ja auch mittlerweile eine Abkürzung dahin. Also ich kann vom Prinzip her einmal kurz gucken gehen. So, jetzt kann ich nachgucken. Schmerzgrenze. Mehr hast du nicht drauf. Block einen Angriff oder weich ihm aus, um einen kleinen Schadensboost zu halten. Ja, danke. Ich bin Jesus. Ich kann durch die Wand. Da konnte ich gerade überhaupt nicht reagieren. Da droppt die mittlerweile einfach immer wieder was. Ich glaube, ich kann da immer noch nicht rein. So, auf zum Hotel. Da müssen wir auch noch jemanden suchen.
Oder nicht? Warte mal. Sicher ist sicher. Vermisste Person. Ja, Halpern Hotel. Natürlich immer bei Tag. Ich will nicht bei Nacht irgendwo hin. Nacht ist Hölle. Gucken, ob man den improvisierten Hammer auch gut ist. Ja, er haut rein. Looking for security guard huts. Wonder if they got any neat stuff to grab. More zombies, more fun. Ob einer von euch Jamal ist? Ach, du hast hier alles gerade explodieren lassen. Oh, hi. Renn mal eine Runde für mich. So, wir suchen nach Informationen. Das Mitarbeiterfahrzeugregister. Okay. Er fährt einen roten Pickup. RTP. Ein Kaustik-Gear. Nein. Ein neuer Eintrag. Das war der letzte Gear, der gefehlt hat, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, diese Liste voll. Ja. Hau ab. Jetzt ist hier noch eine. Vampirismus. Okay, sehr nett. Alter, friss. Verreck einfach nur. Die Schreie sind mit Abstand die nervigsten Gegner. Das ist auch noch eine Nachricht. Unser wachsamer Kollege. Der Typ. Von Amber. Der Typ benimmt sich gerade total merkwürdig. Ich weiß. Ich meine, wir haben hier einen Nullstand. Aber er soll keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Wir machen gerade alle viel durch. Jesus. Hat er die Uniform etwa von der Polizei geklaut? Ich lach mich schlapp. Oh mein Gott, hast du es gesehen? Wo geht er denn jetzt hin? Keine Ahnung, auf jeden Fall weg vom Hotel. Braucht wohl mal eine Pause. Mal sehen, wie weit er in diesen Schrotthaufen kommt. Lol, wie heißt der Typ nochmal? Jamie? Jackson? Irgendwie sowas. Jamal, glaube ich. Oh ja, das war sein Name. Schade, ich fand ihn ganz süß. Okay, er ist weggefahren. Ignoriere mal eure Existenz. Da schon wieder Fetti Bum Bum. Fetti Bum Bum fangen. Vielleicht hat der es ja mal Leben weggeschafft zur Abwechslung. Ich weiß, dass ich gerade komplett Munition verschwende. Boah, das Angriffsgeschwindigkeits-Upgrade für den Hammer hat sich ja richtig gelohnt. Ja, wie schnell er zuschlägt. Der ist da unten reingefahren. Ernsthaft? Das muss be the truck in the sinkhole. Where are you at, Jamal? Ah, boom.
Da bestimmt. Oh, da ist Jamal. Sonnenanbeter. Schade. Ich hätte gerne mal einen von denen gesehen, der auch am Leben ist. That tough guy dropped something? Schlüssel für den Poolcontainer? Mystery key. Bet you open a mystery box. Das könnte von der einen sein. Jamal, danke für die Pistole. That was you? Bei Ethan. Sorry, ich schaffe es nicht, Ethan. Ich habe versucht, zu dir zu kommen. Ich habe mir Schutzbekleidung besorgt. In dem Hotel spielen sich echt abgefuckte Sachen ab. Diese Evakuierung ist nicht das, was die Leute denken. Jemand hat mich gestern während der Mittagspause gebissen. Mein Bein sieht übel aus. Ich kann kaum mehr laufen. Und in meinem Kopf herrscht Chaos. Ich hatte da einen Plan, aber mein Truck ist im Arsch und ihm tut alles weh. Ich sollte es wohl niemals rausschaffen. Ich kann nicht mehr klar denken. Als wäre die Welt ein Goldfischglas und ich der arme, dumme Fisch. Der da und auf und abschwimmt. Und diese Träume, Mann. Unglaublich. Rotes Feuer und Fleisch und ein Schrei, der endlos durch einen Tunnel hallt. Und der einen an warme Orte führt, die sich anfühlen wie zu Hause. Gott, stehe mir bei. Ich bin wirklich verrückt geworden. Du wirst diesen Brief ohnehin nie bekommen. Ich möchte mich wohl einfach von dir verabschieden. Ich werde nicht zulassen, dass mit mir dasselbe geschieht wie mit den anderen. Ich habe aus dem Hotel ein paar Tabletten mitgehen lassen. Ich habe gute Erinnerungen, die mich begleiten werden. Ich denke an dich. Ich hoffe, du schaffst es. Das hoffe ich wirklich. Schau mal. Sorry, Bro. At least you went out on your own terms. Warte mal, der Poolschlüssel, den wir gerade bekommen haben. Ich guck gerade nur. Schlüssel für Poolcontainer. Ja, für den Halbbrain. Hotelpool. Das können wir uns ja eben kurz noch krallen. Ich gehe da sicherlich nicht rein. Was war das denn für eine Todesecke? Ich gehe da hin, 5000 von diesen explodierenden Eiern. Die in meinem Gesicht explodieren. Das war fies. Ein weiterer Hammer. Die Pistole ist auf jeden Fall besser als meine jetzige. Der Streitkolben, der hat auch ordentlich Power. Jedenfalls besser als mein Baseballschläger. Wie sieht's bei dem Hammer aus? Oh, noch besser. Hat sich der schon erledigt und den verkaufe ich dann einfach. So, nehmen. Und dann versuche ich jetzt zum Safe Home zu kommen. Wo ich dann einen Feierabend mache. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt vor Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen Stream, also hier beim Zuschauen. Wenn ja, ich lade das ja später noch auf YouTube hoch. Dann Abo und ein Like da lassen, ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube an der Stelle als erstes. Ich mache immer verschiedene Art Mods. Deswegen für YouTube hier erstmal. Ciao.